Ich möchte Deutsch lernen, weil es mein Lieblingsfach ist. Ich kann gut Deutsch sprechen. Ich finde Schreiben langweilig. Ich lerne ein Lied, es heißt Backe, Backe, Kuchen. Ich liebe Deutschland. Ich finde Grammatik am schlechtesten. Backe, Backe, Kuchen, der Backe hat gerufen. Ich heiße Mariam und ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe zu einer Flirtati-Sprachschule und da nehme ich Englisch, Arabisch und Deutsch. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Meier. Seit 5 Jahren lernt Mariam Ismail Deutsch. In ihrer Schule, der Nefertari International School, wird Deutsch als Fremdsprache ab der 3. Klasse angeboten. Allerdings noch nicht, als Mariam in die 3. Klasse ging. Sie musste erst Französisch lernen. Als ein Jahr später Deutsch auf den Lehrplan kam, zögerte Mariam keine Sekunde. Und mir ist ganz schlecht. Na, zeig mal hier. Au, au. Als ich klein war, konnte ich zu Hause deutsches Kinderfernsehen anschauen. Dadurch hatte ich schon Vorkenntnisse und deswegen habe ich mich für Deutsch entschieden. Als die Schule Deutsch anbot, waren meine Eltern auch dafür, dass ich Deutsch lerne, weil ich ja schon ein bisschen Deutsch konnte. Ja, so war es. Ich habe es probiert und es hat mir gut gefallen. Deutsch fällt mir leicht und jetzt ist es mein Lieblingsfach. Die Nefertari International School ist eine Privatschule am Stadtrand von Kairo. In Ägypten gibt es schon 12 Schulen, die zum Pasch-Programm gehören. Die Nefertari International School ist zuletzt hinzugekommen. Radia Mohammed ist die Leiterin der deutschen Abteilung. In den beiden letzten Jahren gab es mehrere Eltern, die für ihre Kinder Deutsch auswählen, denn sie kennen jetzt, warum Deutsch ist jetzt wichtig. Sie können das mit ihren eigenen Augen sehen, in Betrieben und in Firmen. Das ist, Deutsch als Sprache ist mehr wichtiger, glaube ich, als Französisch. Plakate für eine Theateraufführung des Goethe-Instituts in der Schule. Schon früh soll bei den ägyptischen Kindern das Interesse für deutsche Kultur und Sprache geweckt werden. Diese Theatergruppe, das ist eine Art von Werbung, damit wir Deutsch hier in der Schule anbieten. Es gibt auch in der Bibliothek, wir haben auch mehrere deutsche Bücher gekauft für Kinder. Bis 2001 war in Ägypten das amerikanische Bildungssystem vorherrschend. Doch nach dem 11. September gab es wieder eine Annäherung an Europa. Besonders Deutschland genießt einen guten Ruf. In Ägypten gibt es 3 deutsche Schulen und seit 2004 auch eine deutsche Universität. Und in mehr als 1000 Schulen des Landes wird Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Das Pasch-Projekt sorgt unter anderem für die ständige Weiterbildung der lokalen Lehrkräfte. Das Goethe-Institut in Kairo ist das Regionalinstitut für die Region Nordafrika, Nahe Osten. Das heißt, wir arbeiten eigentlich mit allen Ländern zusammen, angefangen im Westen, von Marokko bis hin in den Jemen und nach Nordirak. Und wir machen also hier auch Maßnahmen für die Region. Wir haben im Moment ein einwöchiges Lehrerseminar. Wir haben dazu Deutschlehrer aus Marokko, aus Algerien, aus Jemen, aus dem Nordirak und aus Ägypten. Und wir denken, das ist eine sinnvolle Maßnahme, die Lehrer so lokal zusammenzufassen, weil die natürlich mit ganz ähnlichen Problemen kämpfen. Mohamed Karzazi unterrichtet Deutsch in einer Schule in Rabat. Bei uns in Marokko es ist immerhin diese, sagen wir auf einmal, dieser frontale Unterricht. Es ist immer vorwiegend, ja. Aber hier, es gibt so einfach neue
Wir haben immer neue Informationen gekriegt oder so von Ministerium oder so von Bildungsministerium, und dann wir müssen so schnell wie möglich diesen frontalen Unterricht irgendwie aufheben. Also. Zwischen Marokko und Nordirak gehören bereits 31 Schulen zum PASCH-Projekt. Alle Deutschlehrer, die wie Mohammed an dieser Fortbildung teilnehmen, unterrichten an einer PASCH-Schule. Ziel der Fortbildung ist es, den Deutschunterricht attraktiver zu machen und aufzulockern. Auch bleibt Zeit für Sightseeing. Ich bin sprachlos. Echt. Auf dieser Weiterbildung hat Mohammed wieder Kollegen aus anderen Städten und Ländern kennengelernt. Dank PASCH können sich die Deutschlehrer untereinander vernetzen und Erfahrungen austauschen. Durch dieses Projekt, und zwar PASCH-Projekt, habe ich viele Freunde irgendwie kennengelernt, habe ich viele Kollegen kennengelernt, habe ich auch neue Ideen auch gekriegt. Und dann, wie ich auch gesagt habe, wir haben irgendwie Pläne oder sowas geschmiedet für die Zukunft. In Bezug auf unsere Schulen, in Bezug auf unsere Schüler und so. Für das PASCH-Projekt ist es einfacher, Privatschulen wie die Nefertari International School als Partner zu gewinnen. Im Gegensatz zu staatlichen Schulen, die Deutsch erst in den letzten zwei Schuljahren anbieten, können die Kinder in vielen Privatschulen Deutsch schon ab dem Kindergarten lernen. Und Privatschulen sind auch hier wesentlich flexibler und unbürokratischer. Von den 12 ägyptischen Schulen, die beim PASCH-Projekt mitmachen, sind 8 privat. Schulschluss. Unter der Woche hat Miriam keine Zeit für Hobbys oder andere Aktivitäten. Daher kann sie nur samstags zum Goethe-Institut, um ihr Deutsch zu verbessern. Freiwillig lernt sie für die Prüfung Fit in Deutsch, ein Basistest für Kinder und Jugendliche, der vom Goethe-Institut abgenommen wird. Im Gegensatz zu anderen Kindern findet Mariam Deutsch nicht schwer und lästig zu lernen. Je mehr Kinder sich für diese Sprache interessieren, desto besser, findet die 12-Jährige. Morgen haben die Kleinen wie meine Schwester die Gelegenheit, ein Theaterstück von PASCH in der Schule zu sehen. Es trägt den Titel Eine Reise zum Mond. Es soll die Kinder für die deutsche Sprache begeistern, damit sie sich später für Deutsch als zweite Fremdsprache entscheiden. Ich finde das gut und hoffe, dass meine Schwester, so wie ich, Deutsch nimmt. Denn es ist ein einfaches und sehr schönes Fach. Die Theatergruppe auf dem Weg zur Nefertari-Schule. Das Ensemble ist extra aus Syrien angereist, um vor den Kindern in Ägypten zu spielen. Das ist eine professionelle Theatergruppe aus Syrien. Inszeniert wurde das Stück von meinem Kollegen in Damaskus, am Goethe-Institut in Damaskus. Es war schon zu Gast in Nordirak und in Jordanien und ist dort mit viel Erfolg aufgeführt worden. Und sie werden hier an 5 der Partnerschulen und noch 2-mal in offiziellen Terminen im Ministerium ihr Stück aufführen. Da die Nefertari International School erst seit ein paar Monaten dem PASCH-Projekt angehört, wissen viele Eltern noch nicht genau Bescheid, was das für ihre Schule bedeutet. An einem Informationsstand können Sie heute alles über die PASCH-Initiative und die Arbeit des Goethe-Instituts erfahren. Um die 120 Kinder sind gekommen, um sich das Theaterstück anzusehen. Unter ihnen Selma, die kleine Schwester von Maria. Eine Reise zum Mond ist ein Musical auf Arabisch, das für Deutsch als Fremdsprache wirbt. Es erzählt die Geschichte einiger Erdenbürger, die zum Mond reisen. Dort treffen sie auf Mondkinder und gehen mit ihnen in die Schule. In der Mondschulstunde lernen die Kinder vieles über ein Land auf der Erde. Deutschland. نعم نعم وهل صحيح بقطع الفكرة نعم هذا يحصل نعم
Die Charaktere, die in dem Stück vorkommen, sind so klassische Figuren, so wie man auch in Deutschland den weißen Clown hat und den doofen Clown. So identifizieren die Kinder sofort, wenn sie diese Charaktere sehen. Ach ja, das ist jetzt der Freche und das ist der Gemeine und das ist die Schlaue und das ist die Hübsche. Ja, also diese Klischees, diese Stereotypen sind schon bei den Kindern sozusagen eingebaut. Und insofern bedient sich dieses Stück halt auch dieser Klischees und entspricht natürlich halt auch der Ästhetik, die hier im Land vorherrscht. Ja, das war toll. Die Kinder waren ganz zufrieden und die Eltern freuen sich auch, haben sich auch darüber gefreut. Das war toll, das finde ich toll, ja. Mariams Mutter hat das Stück heute mit ihren Töchtern zusammen angeschaut. Im nächsten Jahr wird sich ihre Tochter Selma dann für Deutsch oder Französisch entscheiden müssen. Entscheidet sie sich für Deutsch, dann werden die Eltern sich freuen und die große Schwester ihr helfen. Meine Eltern spüren, dass es gut für mich ist, eine weitere Sprache zu lernen. Und dass Deutsch mir in meiner Zukunft sehr hilfreich sein wird. Ich will die deutsche Sprache beherrschen. Später möchte ich nämlich nach Deutschland, um dort zu leben. Bis es soweit ist, hat Mariam noch viel Zeit, um perfekt Deutsch zu lernen.